Hallo Leute, willkommen zurück. Ich mache nach super langer Pause, Entschuldigung dafür, mal wieder ein Video. Es geht diesmal weiter mit Bungo. Und es geht an einer ungewöhnlichen Stelle weiter, denn wir machen noch ein Verbalsuffix der Vermutung, also ein positives Verbalsuffix der Vermutung, was ich eigentlich nicht machen wollte, aber ich bin über dieses Gedicht gestolpert und habe mir gedacht, okay, erstens mal kommt es drinne vor, zweitens mal ist das Gedicht verhältnismäßig einfach. Und drittens mal sind da drin grammatikalische Elemente und Phänomene, die wir schon kennen und die wir dann hier wiederholen können, was ganz sinnvoll ist, nachdem ich so eine lange Pause gemacht habe. Gut, es ist Gedichtsnummer 283 aus dem Kokin Orkashu, Herbstgedichte, zweiter Abschnitt. Worum geht's? Es geht um das Verbalsuffix Meri. Das drückt, wie hier steht, eine Vermutung oder einen Anschein aus oder eine Umschreibung. Und gemeint ist damit so eine, so eine leichte Umschreibung oder so eine lyrische Umschreibung, die man im Deutschen nicht übertragen kann. Wenn es so eine Umschreibung ist, dann steht das Meri in der Rentaike vor einem Substantiv. Hier tut es das nicht, denn Meri flektiert wie ein Verb der unregelmäßigen Rahen-Reihe und sähe dann oder hätte dann entsprechend als letzte Silbe in der Rentaike ein Ru. Aber hier ist es ein Ri, das heißt, es muss Shushike sein oder Renyoke. Man kann hier nicht genau unterscheiden, was von beiden es ist, aber es ist auch relativ irrelevant an der Stelle, denn man kann da sowohl einen Punkt setzen, als auch die beiden Teile, den davor und den danach, mit einem UND verbinden. Das läuft beides aufs Gleiche hinaus. Bevor wir dazu kommen, werde ich erstmal vorlesen. So. Tatsutagawa momiji midarete nagaru meri. Wataraba nishiki nakaya taenamu. Soweit so gut. Also ganz klassisches Tanka mit der Struktur 5-7-5-7-7. Ich habe die einzelnen Abschnitte mit Maru jeweils abgetrennt, so wie ich das immer bei Gedichten mache. Und dann steigen wir am besten gleich ein, und zwar auch bei dem Verbalsuffix, um das es geht, nämlich beim Meri. Wie gesagt, es gehört in die unregelmäßige Rahen-Reihe und es wird angeschlossen, und das ist relativ besonders, weil ja normalerweise Verbalsuffixe der Vermutung oder modale Verbalsuffixe an die Miseke angeschlossen werden, aber dieses nicht, das steht an der Shushike. Darum Nagaru, die Shushike von Nagaru. Also, es fließt wohl. Das Meri hat, muss ich dazu sagen, allgemeine verhältnismäßig schwache Bedeutung. Das kann man nicht immer so gut und so leicht übersetzen. Am ehesten fügt man sowas wie wohl oder vielleicht oder so ein. Man kann es aber in den meisten Fällen auch einfach unübersetzt lassen. Gut, egal. Gehen wir von da aus erstmal weiter nach vorne. Wir haben T. T ist eine Partikel, die wir schon kennen. Die wird angeschlossen an die Renyoke und hier von Midaru, so durcheinander gehen oder sich vermischen oder chaotisch sein. Und davor steht Mumiji, das ist derjenige oder dasjenige, was chaotisch ist, das Herbstlaub. Klarer Fall, ich habe gerade gesagt, es ist ein Herbstgedicht und hier haben wir unser Kigo, unser Jahreszeitenwort, das Herbstlaub. Und davor eine Ortsangabe, der Tatsutagawa. Denn Herbstlaub kommt häufig irgendwie in Situationen vor, wo es in irgendeinen Fluss oder Bach fällt und dann durch die Gegend getrieben wird. Oh, Vergänglichkeit. Okay, so viel dazu. Dann könnten wir eigentlich den ersten Teilabschnitt schon übersetzen. Am Tatsutagawa oder im Tatsutagawa vermischt sich das Herbstlaub und scheint zu fließen und fließt, Klammer auf wohl, Klammer zu, irgendwie. Und dann geht's weiter. Wataraba nishiki nakaya tainamu. Fangen wir am besten hier an. Wir haben einen Nebensatz und einen Hauptsatz. Nebensatz steht hier vorne, wird
eingeleitet durch die Partikel Ba. Oder wird ja angezeigt durch die Partikel Ba. Partikel Ba kennen wir auch, hat zwei mögliche Anschlüsse. Einmal an der Misenke, dann ist es konditional, also wenn oder falls etwas der Fall ist. Oder es steht an der Isenke. Und wenn es daran steht, dann ist es temporal oder kausal. Dann wäre es hier Watareba. Ist es aber nicht, es ist Misenke. Also wenn oder falls. Watara kommt von Wataru. Und Wataru heißt etwas überqueren. Also wenn ich überquerte. Wen oder was? Das Herbstlaub, das im Tatsutagawa fließt. Oder beziehungsweise den Tatsutagawa, in dem das Herbstlaub den Flusslauf oder den Bachlauf herabzufließen scheint. Nishiki, das Brokat, also Seidenstoff mit Goldfäden, die eingewoben sind, ein schwerer und wertvoller Seidenstoff. Steht hier ohne Partikel, wird wahrscheinlich eine Themapartikel dabei sein, also was dieses Brokat, was sich da metaphorisch vor meinem Auge auftut, wenn ich durch das Wasser dieses bunte Herbstlaub fließen sehe, was es anbetrifft. Naka, die Mitte, und Ya ist eine Kakarimusubi hervorrufende Partikel. Und die sorgt dafür, dass der letzte reflektierende Bestandteil des Satzes in der Rentaike steht, was wir hier nicht sehen, weil Rentaike und Shushike beim Mu identisch sind, wie wir wissen. Gut, also in der Mitte wohl, in der Mitte scheinbar, in der Mitte Fragezeichen. Es ist meistens eine rhetorische Frage, kann aber auch einfach so eine, so eine lyrische Betonungspartikel sein, muss nicht immer fragend übersetzt werden. Tainamu. Tainamu ist wieder ein bisschen komplizierter. Wir haben das Verbalsuffix der Vermutung, beziehungsweise das modale Verbalsuffix Mu, das in der ersten Person eine Absicht ausdrückt und in der zweiten Person eine Empfehlung oder einen Rat und in der dritten Person eine Vermutung. Hier ist die dritte Person, also eine Vermutung. Wird angeschlossen, wie ich sagte, wie eigentlich alle Verbalsuffixe der Vermutung oder modalen Verbalsuffixe an die Misenke. Und hier steht es an der Misenke von Nu, der Perfektpartikel. Und als wir die Perfektpartikel besprochen haben, sagte ich, richtig, wenn sie in Kombination mit einem verbalen, mit einem modalen Verbalsuffix steht, dann ist es lediglich eine Betonung des modalen Verbalsuffixes. Wird also nicht perfektivisch übersetzt, sondern dient einfach nur der Betonung dieses Mu und kann deswegen eigentlich im Deutschen unübersetzt bleiben. Woran steht nun Nu, beziehungsweise hier Na, weil es ja die passende Form haben muss? Wie alle Verbalsuffixe, die den perfektiven Aspekt ausdrücken oder eine Zeit, mit Ausnahme von Ri, steht es an der Renyoke und die ist hier Tai und das ist die Renyoke des Shimoniden-Verbs Tayu. Und Tayu bedeutet zu Ende gehen, aufhören, getrennt werden, den Zusammenhang verlieren oder irgendwie zerbrechen, irgendwie auseinandergehen auf jeden Fall. Okay, nachdem wir das geklärt haben, die ganze Analyse und so weiter gemacht haben, kommen wir zur zweiten Zeile, in Anführungsstrichen, zu den letzten beiden Abschnitten. Wenn ich ihn überquerte, den Tatsutagawa mit dem fließenden Herbstlauf, dann würde wohl in der Mitte das Brokat, Klammer auf, der treibenden Blätter, getrennt oder aufgespalten oder unterbrochen werden. Und damit hätten wir den Satz oder das Gedicht. Also das wäre jetzt der Satz und in das Gedicht können wir dann jetzt rekonstruieren, aus dem Teil, den wir zuerst gemacht haben. Und zwar, im Tatsutagawa vermischen sich oder fließen
die Herbstblätter oder das Herbstlaub durcheinander. Und wenn ich, Klammer auf, nun, Klammer zu, hindurch ginge oder ihn überquerte, so würde ich oder würde sich das Brokat, Klammer auf, des Herbstlaubs, Klammer zu, wohl trennen oder ich würde es unterbrechen oder durchschneiden, kann man auch sagen, denn Brokat ist ja ein Stoff, da trifft sich das mit dem Durchschneiden vielleicht auch ganz gut oder durchreißen vielleicht sogar. Ja, das war's dann eigentlich. Also im Tatsutagawa fließt das bunte Herbstlaub scheinbar chaotisch durcheinander. Wenn ich hindurch ginge, so würde ich dieses Brokat zerteilen, zerschneiden, zerreißen. Das war Gedicht Nummer 283 aus dem Kokinshu und das Verbalsuffix Meri, das an die Shushike angeschlossen wird und wie ein unregelmäßiges Verb der Rahen reflektiert. Na dann.